Ich wusste, ein XRP, du bist ein Witz, XRP. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Wunderschöne wünsche ich euch heute natürlich. Ja, es sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man darauf guckt, aber es täuscht ein bisschen. Ne? Es täuscht leider ein bisschen, weil wenn wir jetzt hier ein bisschen rumgucken, sieht es natürlich nicht so ganz so prickelnd aus, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es hat auch einen kleinen Grund. Der Kryptomarkt reagiert ja immer sehr empfindlich. Wir wissen ja, wir sind in einem äh, ja, sehr labilen Markt drin, <laughs> ne, auf die kleinste Kleinigkeit und ja, ich habe es ja schon befürchtet, aber. Mt. Gox hat sich mal wieder gemeldet, aber es ist halb so schlimm, wie es überhaupt jetzt erstmal klingt. Jetzt erinnern wir uns erstmal, oh mein Gott, die haben Millionen von Dollars verdient oder verkauft für ihre Gläubiger. Es ist harmlos diesmal. Aber nicht, dass trotz der Markt hat natürlich wahrscheinlich darauf reagiert, dass es ein bisschen runter ist. Hier bei Bitcoin, das ist ein bisschen nur, es also ist überhaupt nicht schlimm. Das Ethereum, ja mein Gott, ne, hat mal ein bisschen 2% verloren. XRP, ja gut, der, der weiß noch nicht, ob er Plus oder Minus macht heute. Schauen wir mal, ne? Aber es sieht eigentlich im Endeffekt ganz easy aus. Und wir müssen immer noch bedenken, es geht auf Ende des Monats zu. Da sieht der Markt ja sowieso meistens nicht ganz so prickelnd aus. Ne? Aber fangen wir natürlich mal an. Ich habe ein paar geile kleine schmutzige Dinger natürlich. Erste Abu Dhabi Bank testet JP Morgan Coin für programmierbare Zahlungen. Nach dem Start der Tests von JP Morgan Coin im Jahr 2019 hat Onyx bei JP Morgan Ende letzten Jahres eine programmierbare Zahlungsfunktionalität eingeführt, die von Siemens als ersten Kunden genutzt wurde. Jetzt ist die First Abu Dhabi Bank das erste Finanzinstitut, das die Funktionalität pilotiert. Nachdem sie das Blockchain-basierte Bankkontosystem im vergangenen Jahr erstmal eingesetzt hat. Wir wissen ja, es läuft über Ethereum. Und wir wissen auch, dass natürlich der XRP-Ledger eine Verbindung zum Ethereum bald hat mit der EVM-Sidechain. Und natürlich, oder hat sie ja schon im Endeffekt, aber ist noch nicht so ganz fertig. Ne? Aber es kommt noch. Und ähm, wir wissen ja auch, dass natürlich zu JP Morgan und Ripple natürlich auch schon sehr starke Verbindungen herrschen. Und außerdem, man muss auch immer wieder bedenken, selbst JP Morgan muss seine Kryptowährung natürlich auch erstmal reguliert haben weltweit. Und dazu natürlich auch noch die Lizenzen. Gut, die Lizenzen haben sie ja, das ist ja die Megabank, aber sie müssen natürlich ihre Kryptowährung auch reguliert haben. Das ist natürlich auch noch der nächste Punkt. Ne? Aber dann ist mir eingefallen, mein Abu Dhabi, da war doch was. Ja, die Nationalbank von Abu Dhabi. Erste Bank aus dem Nahen Osten, die Ripple für grenzüberschreitende Zahlungen nutzt. Natürlich X-Current, es ist vom 2. Februar 2017. Ne? Direkt von Ripple, seht ihr hier, seht ihr auch hier oben, wenn man das noch sehen kann. Ja, ihr müsstet es sehen, bei YouTube ist es glaube ich ein bisschen schlechter leider die Qualität, weil ich nicht voll kann. Noch nicht. Aber ihr seht, ähm, ich mache mir da gar keine Sorgen, dass da irgendwas über <laughs> das JP Morgan Netzwerk laufen wird. Ne? Ohne den XRP Ledger. Die Deutsche Zentralbank stellt ein DLT-Team auf und stellt Ingenieure ein, ja, dann viel Spaß beim Suchen. Die Deutsche Bundesbank stellt DLT-Entwickler und Ingenieure für ihr neues DLT-Team ein. Zu den Stell Stellenausschreibungen gehören ein leitender Ingenieur und Entwickler mit EVM-Kenntnisse, IT und Kompatibilität. <laughs> In den letzten Monaten hat das Eurosystem DLT-Abwicklungsversuch mit im Großhandel Durchgeführt, die im Laufe des Sommers angelaufen sind. Die Trigger-Lösung der Bundesbank unterstützt DLT-Zahlung, indem sie DLTs mit dem echtzeit brutto T2 verbindet. Im Rahmen der Versuche liefert Italien eine weitere trigger-ähnliche Lösung und Frankreich bietet eine CBDC-Option für den Großhandel an. Die Trigger-Lösung verwendet zwar eine private Blockchain, tokenisiert aber kein Geld. Hm, private Blockchain, nur, nur so nebenbei erwähnt. Ne? <laughs> was könnte wohl dahinter stecken? Ich weiß es nicht, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, Mt. Cox wird wahrscheinlich bald mehr Bitcoin bewegen. Natürlich ist das eine böse, böse Nachricht. Ne? Jüngste Entwicklung von Mt. Cox: Der Tweet enthüllt, dass die Plattform letzte Nacht Bitcoin im Wert von 370.000 US-Dollar ist. Natürlich ein Witz, ne? im Gegensatz zu dem, was sonst darüber läuft immer. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine beschissene Nachricht für Bitcoin natürlich, deswegen auch vielleicht ein bisschen Minus, Gott sei Dank, von der US-amerikanischen Kryptowährungsbörse Kraken erhalten hat. Arkham sagt, dass MT. Gox letzte Nacht vier ihrer Geldbörsen geleert hat. Es wird also noch eine Menge kommen. Es wird noch eine Menge kommen. Wir reden hier immer noch von über 100.000 Bitcoins, wenn ich mich nicht irre, die sie noch in der Mangel haben, die sie noch verkaufen können. Insgesamt waren es ja 142.000 und 143.000. Bitcoin Cash. Ähm, ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Wie ich schon sagte, am besten wäre es natürlich, wenn sie einfach stumpf gesehen alles auf einmal verkaufen. Dann gehen wir zwar alle voll nochmal ins Minus, aber dann sind wir mit dem Scheiß endlich durch und wir können aufatmen und können einfach loslegen. Aber natürlich, ich hoffe natürlich, sie werden das in kleinen Überweisungen tun im Bullenmarkt dass natürlich auch ihre Anleger mehr kriegen und wir unsere Ruhe kriegen. Archimipay kooperiert mit Terminus Network und Aeon, um Kryptozahlung bei nee, südostasiatischen Händlern zu ermöglichen. Das ist eine geile Sache. Warum sage ich euch jetzt? Die Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung von Kryptozahlung, indem sie es den Nutzern ermöglichen, Ihre digitalen Vermögenswerte bei über 100.000 realen Händlern in ganz Südostasien auszugeben. Der Prozess ist rationalisiert und benutzerfreundlich. Kunden können einfach einen QR-Code an der Rezession scannen, um ihre Zahlung zu veranlassen. Ist eine geile Sache, Leute. Und ganz ehrlich, gerade Asien und Kryptozahlung sind die natürlich uns noch weit, weit überlegen und ist echt eine feine Sache und dann das über Alchemy Pay also ich weiß ja nicht ne lasst es knacken lasst es knacken Send App von Ripple Partner Flutterwave arbeitet mit der Main Street Bank zusammen um die Überweisungsreichweite von auf 49 US Bundesstaaten auszuweiten Flutterwave, Afrikas führendes Unternehmen für Zahlungstechnologie, gab heute die Ausweitung seines Send-App-Dienstes in 49 US-Bundesstaaten durch eine Partnerschaft mit der Main Street Bank, einer der Tochtergesellschaft der von Main Street Bank Shares Inc. bekannt. Die Send-App von Fluterwave ermöglicht schnelle Schnellere, einfache und erschwinglichere Geldüberweisung von Afrikanern in der Diaspora an ihre Familien und Freunde zu Hause. Zu den weiteren wichtigen Funktionen der Send-App gehören Echtzeit-Support und Wechselkursaktualisierung, ein Aktivitätsbereich, der Transaktionen in Echtzeit verfolgt. Und einen neuen Abschnitt für Gutschein und Empfehlungscodes. Und diese App läuft leider, leider über den XRP-Ledger. Ne? Also es ist tatsächlich das Ripple Payments, was die verwenden. Dazu muss man aber sagen, es wird nichts bringen. Ne? Weil hier steht auch natürlich nach Angaben der Vereinigten Nationen im Jahr 2022 schätzungsweise 100 Milliarden US-Dollar aus Afrika hin und her geschoben worden sind. Das ist natürlich eine schöne Sache, muss man ganz klipp und klar sagen. Aber wenn wir von der Ripple-Technologie reden, um den Kurs zu bewegen, müssten wir theoretisch 100 Milliarden so gesehen am Tag kriegen. Nicht übers Jahr gesehen, sondern tatsächlich am Tag. Was im grenzüberschreitenden Überweisungssystem, also Überweisungsbereich, eigentlich lächerlich ist, weil da werden mehrere Billionen am Tag transferiert. Aber trotz. Ist natürlich schön, dass natürlich Fluterwave ein Ripple-Partner sich weiterentwickelt und dank der Technologie von Ripple natürlich auch größere Reichweite bekommt. So, 400 Millionen XRP in 24 Stunden. Was ist los? Also 400 Millionen, da sind auch noch die 200 Millionen von gestern natürlich noch mit drinnen. Es ist ein bisschen XRP- Worden. Über 400 Millionen XRP auf mysteriöse Weise transferiert. Laut den oben genannten Datenquellen wurden etwas mehr als 400 Millionen XRP in fünf Überweisungen gesendet, von denen vier nacheinander zwischen zwei Blockchain-Adressen getätigt wurden. Diese drei Krypto-Chunks trugen 95 Millionen XRP, was zum Zeitpunkt ja brauchen wir nicht wissen, wie viel. Die vierte Überweisung: 98 Millionen XRP, habe ich Milliarden gesagt, 95 Millionen XRP natürlich. Die natürlich auch einen gewissen kleinen Wert hatten. Und, ähm, insgesamt wurde bei diesen vier massiven Transaktionen XRP im Wert von 224,2 Millionen US-Dollar übertragen. Jetzt habe ich es doch gesagt. Sie sehen eher aus wie interne Transaktionen einer Plattform oder wie eine große Kryptowährungswahl, der seine XRP-Vorräte neu mischt. XRP-Enthusiasten teilen in den Kommentaren ihre Begeisterung und optimistische Sicht auf diese Transaktion. Ganz ehrlich. Kann man auch sagen, ne? weil die sind nicht auf eine Wallet gekommen, sprich auf eine Börse gekommen, also ist es tatsächlich kein Verkauf. Natürlich noch insgesamt wurden 17,2 Millionen XRP aus einer anonymen Wallet zur bitstamp börse geschickt, nicht geschaufelt. Die Geschichte ist hier eine andere als bei den genannten Transfers. Laut dem BitHomp XRP zentrierten Explorer wurde diese XRP-Brocken aus einer Wallet, die mit <laughs> dem Ripple-Blockchain-Moloch verbunden ist, an eine große europäische Börse gesendet. Wahrscheinlich als Teil der Zusammenarbeit der Plattform am internationalen Geldtransferprojekt Ripple Payments. Also da können wir auch zu 100% eigentlich sagen, das ist kein Verkauf von Ripple aus dem einfachen Grund. Klingt zwar doof, ne? aber es sind nur 17 Millionen in XRP. Das ist für Ripple nichts. Also wenn dann ab 100 bis 200, ja klar, das Ne, Das wird verkauft, aber nicht 17 Millionen. Ganz ehrlich, da, damit fängt Ripple gar nicht erst an mit solchen kleinen Mengen. So, Klage zwischen Ripple und SSC. SSC berät über Berufungseinlage. Da die Frist näher rückt. Also ganz ehrlich, mir gingen ja schon der diverse Leute immer wieder ähm, ja, auf den Keks, möchte ich nicht sagen, aber haben mir geschrieben von wegen, ja, ja, die, die werden doch Berufung einlegen. Jetzt weiß ich auch endlich den Grund, warum mir auf so ein Müll kommt. Ripple gegen SSC. Die Frist für die US-Börsenaufsichtsbehörde SSC, um Berufung in der Ripple-Klage einzulegen, rückt immer näher. Anwalt und Experten, die die Klage verfolgen, sagen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Berufung durch die SSC bei 75% liegt, aber die Behörde ist sich darüber noch nicht sicher. In der Zwischenzeit haben die Führungskräfte von Ripple bereits klargestellt, dass sie nicht beabsichtigen, Berufung einzulegen und öffentlich erklärt, dass die Klage beendet ist. Also, meine Damen und Herren, ganz einfach. Nach der ersten ähm, ähm, Prozesswelle, sage ich mal, nach der ersten Klage oder nach dem ersten Urteil, dass Ripple 2023 XRP auf Börsen kein Wertpapier war. Wo XRP ja auch als äh, Nicht-Wertpapier deklariert worden ist auf Börsen, hat die SEC innerhalb von einer Woche nach dem Urteil von Torres natürlich versucht Berufung einzulegen. Das wissen wahrscheinlich viele schon gar nicht mehr. Danach hat die Torres gesagt, öh, nö, nein, wird nicht kommen. Der nächste Teil der Klage, den wir jetzt ja beendet haben, wo es ja nur noch darum geht, wie viel muss Ripple zahlen, weil sie natürlich auch nicht nur über Börsen XRP verkauft haben, sondern leider auch von sich bis zu einem institutionellen Anleger oder Unternehmen, sagen wir mal, wo sie äh, direkt verkauft haben, war natürlich Wertpapierhandel illegaler. Das hat die Richterin festgestellt. Und es ging nur noch um diese Strafe, die sie jetzt bezahlen müssen, die 125 Millionen Dollar. Selbst wenn Berufung kommt, selbst wenn, hat das nichts mit XRP zu tun, hat das nichts mit dem System zu tun. Es hat nur was mit der Höhe der Strafe zu tun. Und selbst da, wenn die SSC Berufung einlegt, wette ich um meinen Arsch, dass die Torres wieder sagt, äh, nö, weil die SSC muss wirklich harte Fakten auf den Tisch legen, warum die Strafe viel zu mild ist. Und sie haben jetzt fast vier Jahre, fast vier Jahre Zeit gehabt und davor noch mal zwei Jahre bei Käffchen und äh, Schnittchen, wo sie die Vorbereitung haben, die Klage, hatten sie auch noch Zeit. Und die werden nichts finden. Da wird nichts passieren. Noch dazu, es sind Wahlen. Die Demokraten versuchen alles, um die Kryptoianer in den USA mit ins Boot zu ziehen. Das wird nicht funktionieren. Und außerdem die SSC. Warum warten die am letzten Tag? Nur weil Jay Clayton damals am letzten Arbeitstag die Klage eingereicht hat, das macht die SSC nicht. Ganz ehrlich, die hätten schon längst dafür gesorgt, das Berufungsverfahren natürlich einzuleiten. Aber es ist nichts gekommen, deswegen bin ich guter Dinge. Aber warum diese 75 Prozent? Ja, SSC-Anwälte sind zuversichtlich, dass es zu einer Berufung kommen wird. So, das sind ehemalige SSC-Anwälte, die haben keine Ahnung, was im Hintergrund läuft, meine Damen und Herren. Na, also, Während des Prozesses könnten die vielleicht was sagen, wo ich sage, okay, die haben ja die Ahnung und könnte vielleicht so kommen. Aber die haben doch keine Ahnung, was jetzt im Hintergrund da läuft im Endeffekt. Auch gerade wegen der Politik. Also da wäre ich wirklich sehr, sehr entspannt, Leute. Und selbst wenn, es hat nichts mit XRP zu tun. XRP ist reguliert, da kann man nichts mehr dran rütteln in den USA. Sie könnten so gesehen das System starten, wenn es jetzt fertig wäre. Warum ist es nicht fertig? Es fehlt noch was. Dann kommt der nächste und sagt: Ja, Moment, die hatten zwölf Jahre Zeit. Vielleicht verfolgen die einen gewissen Zeitplan, ich weiß es nicht, aber das wäre eine logische Erklärung, warum natürlich Ripple jetzt noch das DID-System raufbringen muss, damit natürlich das KYC-Verfahren auf den XRP-Ledger kommt, wegen scheiß Geldwäschegesetze. Das ist natürlich eine Erklärung vielleicht. Sonst könnten sie theoretisch aus den USA schon starten. Könnten ja Europa, müssen wir leider noch bis Ende des Jahres warten. Im Dezember ist ja der Mika-Regulierung total durch. Aber die könnten schon mit Asien komple fast komplett äh, transferieren. Mit Afrika zum Teil. Europa hätte dann Peck und mit Großbritannien zum Beispiel. Hätten die USA schon längst transferieren können mit Ripple Payments. Also fehlt ja noch irgendwas. Von daher einfach entspannt bleiben, zurücklehnen und genießt einfach die Show. Und ob es eine Berufung gibt oder nicht, das sollte uns XRP-Spinnern eigentlich scheißegal sein, weil es geht nicht um das System, es geht nicht um XRP, es geht dann nur darum, wie viel muss Ripple blechen. Bleibt es bei den 125 Millionen Dollar oder wird es mehr sein? Das ist aber nicht unser Problem, das ist das Problem von Ripple. So meine Lieben, ich bin durch. Mal gucken, ich schätze mal, XRP Heiko oder Mr. Crypto haben auch noch ein bisschen was gefunden hatte leider nicht ganz so viel Zeit, heute alles zu durchforsten, aber ich hoffe, ihr seid mit meinem Teil... Oh, shit, ich sehe schon ein bisschen Krypto. <laughs> ähm, ich denke mal, ich habe auch gut was jetzt dazu beigebracht. So, ich grüße euch natürlich alle. Ne? Und vielen, vielen Dank an 105 Zuschauern. Mega geil. Dankeschön, vielen, vielen Dank. San Remo, Sonny Josef von Ense, grüß dich Remo, Mr. Crypto, hallo MC und alle, Startrafe, guten Abend MC und alle im Stream, kryptogärtner Gärtner, moin, Gamer, ja, keine Ahnung, aber ich probiere es nochmal, wenn ich, wenn nicht, hole ich mir einen dritten Ledger, okay, Big Tony, guten Abend euch allen, MH, guten Abend MC und alle zusammen, Otto Rahn, moin moin, Marcello und die Mannschaft, Big Tony, guten Abend alle zusammen, äh, Quick, servus MC, Lucky, hallo Leute, Central Cyber Network, abonniert mit Prime zum 12. Marsch und vielen, vielen Dank. Jetzt frage ich mich aber, wie hieß du vorher? <laughs> Weil so lange sehe ich deinen Namen noch nicht bei mir. Äh, Quick hat wieder losgeschlagen, mal gucken, was kommt da Schönes. Legendary Glitch sendet XRP auf 9000 US-Dollar an diese Top-Börse. XRP-Army reagiert. What? Kürzlich hat ein bemerkenswerter Vorfall mit XRP äh, einer der führenden Kryptowährungen bewusst, äh, ja, das Bewusstsein der Krypto-Community geweckt. Jack the Rippler, ein prominenter Persönlichkeit innerhalb der XRP-Community, ja, teilte ein Video, das eine Panne zeigt, dass die den Preis von XRP vorübergehend auf no über 9000 Dollar stiegen ließ. Naja, wir wissen ja, dass der Private Ledger mit dem äh, öffentlichen Ledger ja zusammen kommuniziert und äh, ja, leider Gottes wohl, ja, das ist mir klar. Ähm ja, was soll ich sagen? Ne? <laughs> Ihr kennt meine Meinung, ich sage, das ist nicht unmöglich und. Wer weiß, was wirklich da alles auf dem Private Ledger getestet wird von Banken? Es ist natürlich nicht nur grenzüberschreitende Zahlungen ne, oder wer oder was da überhaupt alles testet. Es wird natürlich auch Tokenisierung und und und. Also Im Endeffekt wird da der komplette Vermögenswert der ganzen Welt darüber gerade getestet. Mit Aktien, mit allem Drum und Dran. Dass dann vielleicht rein zufällig David dann mal einen Kaffee verschüttet hat auf seiner Tastatur und natürlich dann rein zufällig dieser Glitch, weil die Kommunikation zwischen beiden Ledgern nicht gerade funktioniert hat. Könnte ja mal passieren, ne? Danke. <laughs> XRP, AJ. Hallo, XRP-Gemeinde. Kaledo, guten Abend. Quick, Quick hat noch was. Alter Schwede, was kommt jetzt denn, XRP? Oh nein, was kommt jetzt? XRP wird voraussichtlich steigen. Verrückte Tage liegen vor uns inmitten der bitcoin Rally und der Zinssenkung der FED. XRP, eine bekannte Kryptowährung, hat äh, eine steinige Reise hinter sich, die von erheblichen Höhen und Tiefen geprägt war. Ja, mehr tief als hoch, okay. Während die Marktbedingungen der Kryptopreise stark beeinflussen, hat sich die Klage zwischen Ripple und der SSC deutlich auf die Leistung von XRP ausgewirkt. Das ist ja auch kein Wunder, aber das sieht ja auch keiner, ne? Deswegen meckern alle, warum XRP, ja, letzten Bullenmarkt haben sie ja nichts geschaffen. Ja, warum wohl? Da sich die Klage ihren Abschluss nähert und der Bitcoin-Markt bullisch ist, prognostizieren Experten einen möglichen Wiederaufleben von XRP. Da brauche ich nicht auch prognostizieren. Ja, 3,84 Dollar das letzte Mal. So, Markttrend kommt auf XRP zu. Bitcoin oh, 25 bis zu 100.000 US-Dollar in die Höhe treiben könnte. Na, ich denke mal eher, dass Bitcoin natürlich ein bisschen höher noch flutschen wird. Ne? Also 100.000 wären schon ein bisschen armseliges Signal. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, warten wir einfach mal ab, was XRP mit Pump bringt. Also wer wirklich XRP, XLM und XCC, habe ich gestern schon gesagt, die beiden hat, die drei hat und denkt von wegen, oh, da kann ich richtig Kohle machen. Bei XCC höchstwahrscheinlich, weil er noch nicht viel Marktkapitalisierung hat und noch einen tiefen Kurs hat. Aber mit XRP und XLM bei Pump, da wirst du nicht viel Gewinne machen. Da reden wir vielleicht von einer Gewinnspanne von 500% bis 1000%. Dann bist du schon gut dabei. Aber. Vielleicht auch 2.000 Prozent, gebe ich ganz ehrlich zu. Bei XRP könnte sogar vielleicht 2.000 Prozent sein, aber mehr wird da nicht rauskommen. Tribun, schönen Abend an alle. Kirch, hallo MC, Grüße an alle. Indalo, Grüße. Ubal, hallo MC und XRP-Familie. Ahok, guten Abend MC und XRP-Holder. Mr. Crypto, zuschauer 45er stream -Serie. Geil, XRP-Dullis. <laughs> Tribun, grüß dich, mein Imperator. Aga Khan, guten Abend zusammen. Mr. Crypto, RB Leipzig hat die Kryptowährungsplattform Kraken als Sponsor gewonnen. Das US-Unternehmen ist künftig auf der Bundesliga-Trikotärmeln, auf den Ärmeln Ärmel der Trainings- und Warm-Up-Shirts der Profimännermannschaft und auf LED-Banden und Stadionscreens in der Red Bull Arena zu sehen, wie der Club und das Unternehmen mitteilte. Ah, okay, warum ich jetzt tief durchatme, ist ganz einfach. Kommt die Kryptowelt immer mehr in Deutschland, ne? immer mehr und Mainstream gemacht? Ja, gehe ich nicht davon aus, dass wir lange noch die Haltefrist haben. Das ist so das Problem. Aha, MC, wie stehst du zum Konjunkturpaket der Chinesen? Das dürfte doch den Konsum wieder steigen lassen. Bedeutet eventuell auch höhere Kurse von Aktien und Krypto. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, es ging ja wirklich um 1,8 Billionen Dollar Konjunkturpaket bei denen. Ähm, selbstverständlich, das könnte tatsächlich einen Schub geben bei den Aktien erstmal, weil Kryptowährung ist ja noch in China, soweit ich weiß, sehr stark eingeschränkt, teilweise auch verboten. Aber ich denke auch ganz stark, dass die Chinesen bald um die Ecke kommen und sagen: Hey, alles wieder erlaubt. Ne? Weil, wie gesagt, die Miningindustrie ist in China und <laughs> unter der Kontrolle des Staates. Und der Staat kann so gesehen mit einem dummen Satz auf gut Deutsch einfach geil den Markt manipulieren. Und mit dem Konjunkturpaket in der Hinterhand, ganz ehrlich, da denke ich schon, da wird einiges auch in die Kryptowelt reinfließen, ne? weil die Leute natürlich mehr Geld wieder haben. Die Wirtschaft wird höchstwahrscheinlich, sage ich mal, wieder ein bisschen mehr florieren und mehr Sicherheit geben, dass die Leute auch mehr riskieren werden. Und von daher gebe ich dir recht und ich gehe auch davon aus, dass es sehr positiv für uns sein könnte. Mr. Crypto, China legt ein 140 Milliarden Dollar Förderprogramm für die Finanzwirtschaft auf. Auch Bitcoin kann profitieren. Die chinesische Zentralbank hat gerade die weltweite Aussichten für Bitcoin verbessert. Nach Zinssenkungen und Kapitalspritzen in die Finanzwirtschaft könne, könnte der Bitcoin-Kurs seine Seitwärtsbewegung um 90 Grad drehen, vorzugsweise nach oben. Also nicht wie in Deutschland um 180 Grad, sondern da gibt es wirklich 90 Grad. Nein, das finde ich schon mal gut china Zentralbank kündigt die aggressive Konjunkturmaßnahme seit der Pandemie an. Die People's Bank of China wird dem Finanzsystem rund 140 Milliarden Dollar an Liquidität zuführen. Zuvor hat dies eine massive bitcoin rally ausgelöst. Ja, warten wir mal ab, warten wir mal ab. Also ich gehe immer noch davon aus, dass der richtige Startschuss kommen wird, wenn China um die Ecke kommt und sagt, ach, wir erlauben wieder Bitcoin, Leute. Mr. Crypto. Mika-Verordnung der EU. Irland arbeitet an Demokratisierung des Finanzwesens mit Krypto. Die Europäische Union war ein, eine der ersten Regionen weltweit, die eine umfassende Paket von Vorschriften für den Kryptoraum für Entwickler und Investoren eingeführt hat. Die Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Kryptoassets Mika trat im Juni 2023 in Kraft. Falsch. Nicht komplett, das kommt erst noch. Ist nun Teil in Kraft getreten, mit Stablecoins so gesehen. Seitdem haben die 27 EU-Mitgliedstaaten aktiv an ihren eigenen Ansätzen zur Umsetzung der Vorschriften gearbeitet. Auf der jährlichen Europäischen Konferenz der Association for Finan Financial Markets in Europe am 23. September betonte Derville Rowland, stellvertretender Gouverneurin, der irischen Zentralbank, dass das Land auch durch Mika eine Vorreiterrolle bei sicheren Innovationen anstrebt. Naja, man muss ganz ehrlich sagen, Irland und Technologie wissen wir genau, sind sie selbst, muss man leider sagen, auch dem deutschsprachigen Raum. Nehmen wir jetzt mal die Schweiz weg, ne? Die Schweiz, die müssen jetzt weg da. Hören jetzt mal nicht hin. Da sind die Iren uns sehr weit voraus, Leute. Sehr weit. Und Schweiz und äh, Kryptowelt brauchen wir ja nicht mehr diskutieren, ne? Einfach böse. So. und moin zusammen. Holly, der da war. Bewölkte Grüße aus dem Ländle in die Runde. Mr. Crypto, Worldline ist auch ein Ripple-Partner. Glaubt, vor zwei Jahren, meine ich, zusammengekommen. Ich meine sogar vor drei Jahren. Aber ist ja egal. Ne? Wir können uns ja streiten auf Teneriffa mit den Jahren dann. Komm, mach's mir auf Deutsch. Anadolu Bank, Niederlande integriert Cloud-Zahlungslösung von Worldline, um die EU-Vorschriften einzuhalten. Die Geschäftsbank Anadolu Bank Niederlande verbessert ihre Einhaltung der EU-Vorschriften für Instant Payments nach einer neuen Partnerschaft mit dem Zahlungsdienstleister Worldline. Ja, da ist wieder natürlich das Problem, ne? weil, wie ich immer sage, direkt und indirekt eben halt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und die meisten werden nicht direkt über die kleine Technologie den XRP-Ledger natürlich transferieren, sondern eher indirekt. Das ist das, was ich meine. Immer durch Partnerschaften mit Banken und die sind natürlich durch die Partnerschaft mit dem XRP-Ledger dann natürlich verbunden. Von daher warten wir mal ab. Ne? Im Rahmen der neuen Partnerschaft stellt Worldline die der Anadolu-Bank fünf Jahre lang ihre Cloud-basierte Zahlungslösung zur Verfügung, um die digitale Transformation zu beschleunigen und gleichzeitig die Vorschriften einzuhalten. Benutzer können jetzt sofort Zahlungen senden und empfangen. Okay, da geht es natürlich wiederum inwieweit, wie weit, ne? und wohin und und und, ne? was regulatorisch klar ist und wie, wie hoch können sie transferieren. Oder was für ein Volumen hat die Bank sowieso, ne? weil ich glaube nicht, dass es eine große Bank ist, aber was soll's. Mr. Crypto Terra führt Gespräch bezüglich möglicher Übernahme. Wir wissen alle, wer es wird. Nein, ich weiß es nicht. es ist gemein, dass du es weißt. Luna Classic News. Terra CEO Chris Amani bestätigt Plan für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern. Äh, Terraform Labs und CEO Chris Armani bestätigen am 30. Oktober die Pläne, sich an den Plan zur Liquidation von Vermögenswerten und zur Verbrennung von Tocken zu halten. Oh, 30. Oktober. Terraform Labs hat am Mittwoch seinen Plan zur Schließung des Betriebes und seine Produkte und Dienstleistungen bekannt gegeben, falls die Verhandlungen mit Dritten scheitern. Das angeschlagene Unternehmen und CEO Chris Armani bestätigt, dass es eine Anordnung des Insolvenzgerichts erhalten hat, den Betrieb nach dem SSC-Vergleich einzustellen. Ja, aber was soll man dazu sagen? Denn wir wissen leider wirklich alle, wer natürlich kommt. Natürlich wird es nicht offiziell gemacht. Da wird es wahrscheinlich eine Tochtergesellschaft und eine Tochtergesellschaft geben, die dann natürlich mit dem. Klein-Binance natürlich verbunden ist, aber jetzt hat Binance natürlich die Big-Player-Gelegenheit Ge und holt sich den Schmutz. Ne? Von daher, da mache ich mir keine Sorgen. Mr. Crypto, Finextra. Äh, Sukgen, Schließpartnerschaft für Digital Assets. Die französische Bank suci Ich kann das nicht lesen. Französisch ist für mich ein Graut. Hat eine Zusammenarbeit mit dem Kryptoverwahrer und Broker Bitpanda angekündigt, um die Einführung digitaler Assets zu beschleunigen. Okay. Die erste Phase der Partnerschaft wird sich auf den Stablecoin konzentrieren, der von der Abteilung für digitale Vermögenswerte der Bank SG Forge entwickelt wurde. Okay. Der Eurocoin wird auf der Plattform von Bitpanda gelistet und in den kommenden Wochen Kleinanlegern zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich etwas, was ich wieder geil finde, weil jetzt kommt auch endlich ein Euro-Stablecoin. Mehr, immer mehr natürlich äh, auf den Markt. Das finde ich natürlich wieder sehr interessant, um Gewinne vielleicht dahin zu swappen dann. Ne? Äh, Simbo, allen einen wunderschönen und entspannten Abend. Kurz eine Erklärung zu dem gestern angesprochenen Thema bezüglich BitVarvo. Powered by oh, Hype. Das Ganze dient zur Übertragung von... Noch auf Bitwabo befindlichen Assets. Es, befinde, es findet eine komplette neue Öffnung eines Accounts bei Hype statt inklusive Identitätsprüfung, also KYC-Verfahren, das ganz normale, ne? Personalausweis vorne, hinten und dann vielleicht eine Telefonrechnung und Verifizierung. Bitwabo und Hype sind also zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dann über Hype natürlich dann Kryptos kaufen kannst. Oder ist das dann immer noch direkt bei Bitwavo? Aber die Kryptos gehen dann zu Hype. Magic Mike, hallo Kryptofreunde, grüß dich Marcello. Ich hoffe, dir geht's gut. Naja, muss ja nicht. Wie schön ist bei mir fast wieder beim Einkaufspreis. Es geht aufwärts. Ich sag's doch nur, entspannt bleiben, geduldig bleiben, ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Ne? Ihr seid selber schuld, ihr werdet es sehen. Deswegen, wart mal ab. Wart mal alle ab. Mr. Crypto, alles Scam, hundertprozentig. Äh, Simbu, da meine Kryptos von BitWavo schon längst auf eigene Wallets verteilt waren, habe ich mir den ganzen Quatsch erspart. So bleibt der Account bei BitWavo zwar erhalten, allerdings nutzlos, solange BitWavo keine deutsche Lizenz erhalt, erhält. Liebe Grüße in die Runde. Ich finde diese Community rund um den halbwissenden baldigen Bikini-Träger... <laughs> Absolut fantastisch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wenn auch nur meist am anderen Morgen aus der Konserve. Macht nichts und äh, vielen, vielen Dank natürlich. Ne? Bremmer, alles Game, außer Fluki oder schieber Bist du jetzt XFP, Heiko, oder wie? Oder eher seine Göttergattin, weil die, die hat Fluki. Aber okay, wenn wenn das so ist, dann wissen wir ja, wo wir alle jetzt unsere Coins hinballern müssen, ne? Tribunen, Zündung, jetzt keinen Bock mehr. <laughs> ich verstehe das gut. Ich verstehe das wahnsinnig gut. Mr. Crypto Moon, Kufox, wann fliegt die Schei der Blöd mal so auf 100 Euro? Wenn die Verwendung da ist. Ist die Verwendung schon dementsprechend da mit den Banken, mit Krediten, mit Hypotheken, mit äh, Aktien, Wertpapierhandel? Wenn sowas dann da ist, dann könnten wir das schon vielleicht einkalkulieren. Aber wie gesagt, wir müssen schauen. Holiday, der war erst 2026. Okay. Mr. Crypto, im nächsten Leben. Ja, das, das glaube ich nicht. Äh, Tremmer, eher... Äh, Eröffnet Musk eine neue Zivilisation auf dem Mars. Fididi, <laughs> <laughs> Gruß an die Community. Johannes, guten Abend, liebe Leute. Gestern habe ich nichts alles mitbekommen und habe deshalb den Livestream von MC um Mitternacht angestellt. Und na was? Was ist dann geschehen? Ja, MC hat mich ins Land der Träume geschwafelt. So habe ich Stream an Stream nacheinander gehört, bis ich morgens um 6 Uhr aufgestanden bin. Schon lange nicht mehr so gut geschlafen, danke. MC, das hört sich ein bisschen merkwürdig an. Ne? Da kommt bestimmt der ein oder andere auf ein ganz komisches Kopfkino, aber ich, ich danke dir ja auch ne? <laughs> Magic Mike, Versity Scam, Vision Scam, eichmi Scam und XRP Scam. Ich freue mich auf 25. Alter Schwede, du, du sprichst mir aus der Seele ne? Du und in 25, ich freue mich auf 26. Nein, du musst es so sehen, selbst wenn XRP ja. Ist Weltglück da? Ja, Weltglück ist auch da. Stimmt ja. Selbst wenn es 26 erst passiert, können wir uns erstmal mit den anderen Kryptos freuen. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja noch Zeit, ein bisschen Gewinn von den anderen Kryptos vielleicht noch in XRP zu ballern. Also wenn der Kurs dementsprechend ist, warum sollte ich es nicht machen, ne? Mr. Krypto, es muss einfach richtig viel Kohle über den Ledger laufen. Sonst kommt da 0,0. Richtig. Und da reden wir nicht von ein paar Millionen am Tag. Da reden wir wirklich von Milliarden. Im besten Fall natürlich ein paar Billionen. Weltglück. Glück, richtig Freunde, 26. Mr. Krypto, der Stablecoin wird schon mal gut für die Liquidität sein. Ja, hundertprozentig. Es ist nicht umsonst. Ripple macht ja nicht aus Zufall solche Dinger. Nein, natürlich, das, ist, das sind hier äh, Dinger, so ein Stablecoin rausbringen, da hat sich wahrscheinlich David Schwarz und ähm, Chris Larsen und Brad Garlinghouse zu einer schönen Subrunde mit Asiaten getroffen und einfach mal ein bisschen gewürfelt und gesagt, ey geil, wollen wir nicht ein Stablecoin rausbringen und besoffenen Kopf, ne? Und 26, ich freue mich auf 27. Ähm, ja, da freue freu ich mich auch tatsächlich schon drauf, weil da geht meine Einkaufstour weiter. Magic Mike, 26 habe ich Angst vor Herzbänderriss weil XRP durchdreht. Hm, könnte passieren, ne? Olli, hi, Marcello, ist bis nächsten Sommer, nächsten Sommer was passiert? Stehen wir da noch unter 2 Dollar? Nächsten Sommer? Schätzele, woher soll ich das wissen? Wir müssen erstmal jetzt die Swell gucken, dann, dann schauen wir mal weiter. Wenn du natürlich XRP meinst, keine Ahnung. Wenn du, wenn du WeShare meinst, könnte vielleicht sogar schon sein. Quick, Servus MC, der Bullenmarkt wird richtig geil. Hundertprozentig. Alter Schwede, der wird uns richtig um die Ohren knallen. Das ist positiv. Wann ist wegen den Jugendgruppe? Frage von DMC. Ja, das ist die Gruppe aus meiner Jugend. Hätte ich jugendwacht lauschock geschrieben, hättest du nur Bahnhof verstanden. Das stimmt. Wir treffen uns eben noch heute mehrere Male im Jahr. Das ist ja geil. Das finde ich geil. XP Night Riddler. Berufung kommt fix am letzten Tag. Selbst wenn, was sollte mich das jucken oder euch? Ganz ehrlich. Ja klar, der XRP-Preis geht vielleicht ein bisschen runter. Oh mein Gott! Aber ganz im Ernst, es geht nur um diese beschissene Strafe, die sie zahlen müssen. Es geht, es geht ja nicht mehr um XRP. Es, geht auch, es ging ja sowieso nie um das System. Es geht nur um das Unternehmen und die Strafe. Mehr nicht. Mr. Crypto, am Ende wird am letzten Tag Berufung eingelegt. Dann schmeiß ich mich weg. Du, dann kratze ich jeden Cent zusammen und pumpe XRP. XRP Night Riddler, da geht es nicht darum, die Anleger zu schützen oder was die SSC will. Da stecken andere Mächte dahinter. Hallo, die, die schützen nur Anleger. Also bitte, nee, das ist ja wirklich Blasphemie. Quick. MC, glaubst du, dass wir sehr hohe Kurse bei XRP bekommen, wenn Japan und Südkorea ab 25 starten oder müssen wir auf die volle Anwendung start warten? Nein, also wenn tatsächlich Japan und Südkorea wirklich starten sollten, 25, ne? dann wird das sowieso einen Dominoeffekt geben auf der ganzen Welt in meinen Augen und äh, natürlich wird komplett Asien umkippen und äh, den XRP Ledger verwenden Stück für Stück natürlich vielleicht tageweise mehr oder wochenweise wird mehr kommen. Aber ähm, nein, allein SBI, wenn die damit starten, sollte es schon alleine 10 Dollar bringen, nur die Verwendung, ne? Also von daher mit dem Volumen, was sie da haben, vielleicht sogar auch ein bisschen mehr. Aber dann wird auch Thailand umkippen sofort und wenn Südkorea auch noch mitmacht, äh, Halleluja, ne? Aber es das heißt nicht am 01.01.2025. Also, da muss ich jetzt keine Hoffnung machen. Es das heißt nur ab 25. Wann 25? Wahrscheinlich erst Ende 25, wenn überhaupt dann. Ne? Wann ist? Und nein, mein Stream-Serie ist nicht gerissen. Ich habe ja den Stream mitgemacht, einfach nicht alles gehört und hatte keine Zeit zum Schreiben. Da wir Fotos sortiert haben für ein Fest. <laughs> Hey Toni, ich habe noch einige Agix auf meinem Ledger liegen und kann diese zu keiner Börse senden, da die Agix nicht mehr gelistet ist. Was kann ich machen, um dies zu verkaufen? Soll ich bei Ledger direkt swappen, auf USDC zum Beispiel? Das ist natürlich eine Möglichkeit. Wenn du wirklich keine Börse mehr hast, dann kannst du die natürlich, wenn Ledger das noch macht, kannst du die natürlich umswitchen, ne? Kannst du USDC nehmen, kannst du äh, XRP nehmen, kannst du sonst was. Und welches Netzwerk ist AGX? Ethereum? Wenn die im Ethereum-Netzwerk sind, das weiß ich, auch. kann ich doch mal eben gucken. Oder wird es noch angezeigt? AGX? Ah, ah, Singularity. Im Ethereum-Netzwerk, dann brauchst du natürlich äh, dafür auch Ethereum auf dein Ledger. Ne? Das muss dir klar sein, weil du musst ja die Gebühr dafür bezahlen. Und ähm, ja, dann, dann würde ich es äh, umswitchen, ne? ob du die in XRP switch, um Stablecoin oder sonst irgendeine andere Kryptowährung, wo du sagst, okay, das kann ich noch ein bisschen auffüllen. Klar. Aber wie gesagt, du brauchst Ethereum dafür, um das zu finanzieren, sage ich mal, ne? weil es wird natürlich zum Drittanbieter äh, die AGX geschickt. Dazu brauchst du Ethereum und kriegst dann das wieder zurück, was du willst. Bonjika, guten Abend MC und alle anderen. Endlich mal wieder live und nicht immer die Wiederholung anschauen. Naja, Dankeschön. <laughs> XRP Trader. Solange es keine weltweiten regulatorischen Regeln herrschen, wird genau null passieren und der Preis bleibt da, wo er jetzt ist. Das ist wirklich einer der zwei Hauptprobleme, die wir haben. Nicht nur das KYC Verwandt, sondern auch das. Aber sie sind dabei. Von daher schauen wir mal. <laughs> Central Cyber Network war immer nur Zuhörer. Beruflich meist erst am nächsten Tag. Jetzt arbeitslos mit viel Freizeit. Ach du Schande. Nicht, weil du Freizeit hast, ne? das gönne ich ja jedem, aber arbeitslos ist ein Doof. Es ne? tut mir leid. Ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Mr. Crypto, hatte eigentlich sich David mal zu den Glitches geäußert? Ja, er hat einmal gesagt, das könnten Fehler von den Börsen sein. Ein anderer hat ihn mal ein bisschen rausgekitzelt und hat gesagt, ja, das, das könnte am Private Ledger liegen. Aber wieso? Weshalb warum hat er nie gesagt? Hans-Josef, moin moin. Und wenn es an den Börsen liegt, Mr. Krypto, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Börsen alle Kacke. Dann sind sie alle kaputt. Daniato, was sagt ihr eigentlich zu Sailor? Seinen Bitcoin-Prognose von 350.000 Dollar dieses Jahr. Also dieses Jahr würde ich, sag ich sogar... Nein, das ist wirklich sehr euphorisch. Ne, da, Im Endeffekt kann ich mich mit Mike Saylor ja zusammensetzen, ein Boot. Ähm, ich mit XRP, er mit Bitcoin. Aber nächstes Jahr mit 350.000 möchte ich nicht Nein sagen. Ne? Also möglich ist es. Mr. Crypto Bitcoin Maxi. Bin ich jetzt auch einer, weil ich seine Meinung teile? Fred und Barney, sorry, konnte erst jetzt reinkommen. Was gibt's Neues? Ähm, ein paar Millionen XRP wurden durch die Gegend gescheucht. Klage zwischen Ripple und SEC wegen Berufung. Ähm, naja, ob die kommt, weiß ich nicht. MT-Gox hat ein bisschen was verscherbelt. Die Deutsche Zentralbank setzt auf DLT und Abu Dhabi nutzt den JP Morgan-Coin. Und das System testen sie gerade. So ungefähr. Äh, XRP Neidwitter. Wie mir kommen die Glitches wie Krübel vor, dass die Anleger auf Kurse halten sollen, denen die Häufigkeit bei XRP-Glitches zu beachten. Na, das weiß ich nicht, ne? ob die wirklich deswegen halten sollen. Also ich, ich tippe ganz stark wirklich, dass David Schwarz dahinter steckt, dass der da irgendwas wieder immer wieder mal macht. XRP Night Ripple und XRP ist unendliche Geschichte. Nein. 2030 sehen wir Brad, wie er sagt, es kommen immer mehr Partnerschaften. Nein. Ja, das schon. Aber... Nicht. Mr. Crypto, es, er sagt, sorry, war Sam... Some... <laughs> 2030 kommen Partnerschaften mit Bestattungsunternehmen. Ähm, Papi spielt Grüße, Familie, alles Liebe für euch. Heute wieder live dabei. Die letzten zwei Tage haben wir den Geburtstag unserer Kleinsten gefeiert. Mit Uromas und so weiter. War schön, geil. Wenn ihr das noch erlebt mit Uromas, das ist eine geile Sache. <laughs> da dran gestorben wird immer. Äh, Magic Mike 2040 wird dann XRP auf den bis dahin entstandenen Krypto-Antikmarkt heißt gehandelt. Emma, <laughs> MoneyGram ist jetzt auch Opfer eines Cyberangriffs geworden und Millionen von Kunden und Unternehmen können, konnten nicht auf ihr Geld zugreifen oder Transaktionen durchführen. Ja, hatten wir gestern schon und da muss ich ganz ehrlich sagen, traurig MoneyGram, ne? Es ist wirklich traurig. Mr. Crypto oder 2030 wird einfach Gary CEO von Ripple. Das wäre lustig, das wäre geil. Das wäre geil. Du kommst auf Ideen, das ist Hammer teilweise, ne, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sag mal, wo ist eigentlich Wascha? Würde gerne wissen, was sein Guru zu Luna Classic sagt. Kann ich dir nicht sagen. Trippy Plot. Nahm liebe Community, wer hat sich den Trump Silver Coin geholt? Ich nicht. Wieso ist er durch die Decke gegangen? Big MC, ich fand dass Bitpanda echt einer der sichersten Broker ist in der in der EU. Oh. Die ganzen TikToker sagen, dass Bitpanda ein Müll ist und Börsen wie Bing X Binance zu empfehlen sind, die immer bekannt, sind durch Hex alles nur lauter Dummschwätzer. Naja, du musst bedenken, dass die auch bezahlt werden von den Börsen. Also wer wirklich eine Börse empfiehlt, aber nicht zeigt von wegen, hey, ich benutze die auch ist zu 99,9% von diesen Börsen finanziert worden, also bezahlt worden. Ich hätte, ich hätte euch auch schon fünf Börsen zeigen können, wo hätte ich auch zwischen 500 und 1.000 oder 2.000 Euro schon Geld verdienen können. Aber ich habe immer abgelehnt, weil ich kann euch nur das zeigen, was ich auch wirklich verwende. Also Conmercy habe ich eine lange Zeit immer wieder verwendet, zurzeit nicht. Und äh, Bitpanda ist für mich auch mittlerweile, muss ich sagen, ist eine der sichersten Börsen der EU, ja, würde ich auch sagen. Aber ich bin leider auch einer, der sagt, äh, nicht auf Börsen liegen lassen. Ne? Weil, nicht, weil ich denke, dass BitPanda natürlich äh, gehackt werden kann, könnte auch irgendwann mal passieren, gar keine Frage. Ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass BitPanda pleite geht, weil BitPanda ist äh, sehr clever, weil sie sich natürlich ein bisschen breiter gestreut haben. Ne? Nicht nur speziell für Kryptos. Trippy Plot. Und man könnte meinen, dass viele Bots hier schreiben, so oft wie man Bullrun und welcher Kurs kommt. Och Gottchen, wie sind, sind wir nicht alle Bots? Kryptogärtner, meine norwegische Kryptobörse nutzt XRP und USDC, um Geld nach Afrika zu schicken. Das hat der Chef gesagt. Sie nutzen diese digitale Kryptoassets, die zu verschiedenen Zeiten durchgeführt werden. Je nach Coin, sagt er. Sie nutzen letztendlich die zwei Coins unter der Motorhaube. Es gibt dazu einen norwegischen YouTube-Interview. Okay, geile Sache. Aber wie gesagt, das sind ja auch nur so kleine Transaktionen, also nicht große Geldmengen, die auf dauerhaft, dauerfeuer, sage ich mal, auf den Ledger laufen. Das ist nämlich das kleine Problem. Ähm, aber es ist trotzdem geil zu wissen, sowas, ne? muss, muss man ganz ehrlich sagen. USDC, klar, Zirkel ist ja ganz fett im Finanzbereich ja mit drin, Leute, ne? muss man ganz klar und klar sagen. Und wenn ich mich nicht irre, äh, USDT, 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 hin und wieder kommt auch USDC sogar schon drauf auf den XRP Ledger. Müsst ihr mal hier gucken in der Spalte. Ist teilweise echt, na, ja, da war's, da war's, USDC, ja, kann man, kann man jetzt geil sehen, ne? <laughs> Deswegen läuft auch schon über den XRP Ledger. Magic Mike, übrigens, habe vor zweieinhalb Wochen Sui gekauft und schon 90% Gewinn, aber leider nur 500 Stück. Und jetzt kann ich mir gar nicht richtig freuen, weil so kleine Position im Portfolio. Das ist normal. Aber du siehst, selbst wenn man nicht nur XRP kauft, kann man auch mit anderen guten Gewinn machen, nein? Quick MC, USDC und EuroC, deine Meinung. Beides gut, dass ich meine Gewinne umswappe. Ja, es sind beide von Zirkel. Ich bin von Zirkel absolut überzeugt. Das Unternehmen, das ist ein Top-Unternehmen, was Stablecoin-Bereich natürlich betrifft. Und ähm, gar keine Frage. Ne? Also bevor ich Tether anfasse, fasse ich lieber USDC oder EuroC an. Central Cyber Network. Dazu kam, dass ich bei Twitch früher mit Klarnamen als Alias angemeldet war. Das habe ich vor, auch vor drei Monaten geändert. Ja, was soll's? Momentan gehen viele Firmen in die Insolvenz und viele verlieren ihren Job. Bin da nicht der Einzige. Positiv denken ist angesagt. Keine Krise ging ewig. Da gebe ich dir absolut recht. Und ja, es ist wirklich im Moment. Ne, Im Moment ist es wirklich brutal. Es gehen viele Firmen pleite. Äh, auch wenn man das natürlich durch die Medien nicht mitkriegt, weil, oh, das ist ja negativ. Ne? Ähm, absolut. Aber ich hoffe natürlich, dass du so schnell wie möglich wieder einen neuen Job kriegst. Vielleicht. Sagst du dir auch, ach, ich entspanne mich erstmal eine Zeit? Würde ich auch absolut verstehen, verstehe ich bei jedem, der erstmal sagt: Ach nee, komm, ne, ich nehme mal jetzt mal eine Auszeit. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen arbeiten müssen wir noch. ne big MC, Michael Saylor, könnte nett unrecht haben, was wir Bitcoin auf 350.000 sehen können im Bullenmarkt. Wenn ganz Asien und die Big Player mitmachen, das wird geil. Und die Bankwelt, das ist das Geile. Die Bankwelt kommt doch mit rein jetzt. Ja, aber da stand ja auch von wegen, er meinte das dieses Jahr. Dieses Jahr finde ich das ein bisschen, ja, sehr euphorisch. Ne? Da, da kann ich mich mit ihm ja Hand in Hand gehen. Aber für nächstes Jahr gar keine Frage. Mr. Crypto, 350.000 wäre zu heftig. Vielleicht im Run danach. Nö, das wäre so meine Obergrenze, sogar bei Bitcoin, die er genannt hat. Finde ich mega, dass er, dass er genauso ein Spangen ist wie ich. Bremer, <laughs> <laughs> wo ist SingleBear eigentlich? Ich habe ihn heute angeschrieben, aber ich habe noch keine Antwort von ihm gekriegt. Über Telegram. Kann ich dir leider nicht sagen. Big MC, ich habe meinen ganzen Coins noch bei Bitpanda. Sobald ich meine Gewinne realisiert habe, schicke ich mein Geld auf mein Hardware-Wallet dann. Naja, okay. Kann man ja machen. Aber dann hättest du ja auch im Endeffekt deine Coins ja schon lange auf dein Hardware-Wallet schicken können und es da einfach umswitchen können, ne? Aber okay, es ist auch eine Möglichkeit. Aber ich würde nicht alles aufs Hardware-Wallet legen, ne? Weil ich würde schon mir wenigstens vielleicht mal vom Gewinn mal was gönnen, ne? Mr. Krypto, dann hoff mal, dass die nicht gehackt werden. Das Risiko besteht natürlich, ne? MHAN, glaubst du Bitcoin erreicht im nächsten Bullrun 350.000, wenn Tether durch weltweite Regulierung den Bach runtergeht? Ja. Ich glaube sogar, dass Bitcoin dieses Mal, das wäre natürlich der Höchststand, so wie XRP 10 Dollar, denke ich schon, dass Bitcoin die 350.000 erreichen könnte in diesem Bullenmarkt. Von daher, also es ist nicht unmöglich, weil du musst ja bedenken, jetzt ist ja nicht nur so wie wir Einzelpersonen, sage ich mal, die Kleinanleger im Markt mit drinne, mit den Big Playern ähm, und den Vermögensverwaltern sind ja auch dazu gekommen. Ne? ich sage nur BlackRock und Co. Ähm, jetzt es kommen ja auch immer mehr Banken, die natürlich Kryptowährung anbieten. Da ist natürlich Bitcoin Nummer eins, was sie anbieten. Und du musst bedenken, umso mehr Bitcoin wieder ein Mainstream wird, weil sein Kurs natürlich hoch geht, Kommen natürlich auch viele Anleger bei Banken, die normalerweise in Wertpapiere und Aktien, diesen ganzen und Gold, den Quatsch, ne, ich sag jetzt Quatsch, weil ich bin Kryptojaner, alles andere ist Quatsch, äh, investieren, kommen natürlich dann auch auf die Idee und sagen: Egal, Bitcoin, der steigt ja immer, der macht so und so viel Prozente, das machen meine Scheißdinger ja gar nicht, ich möchte was in Bitcoin investieren. Ja? Deswegen, und das ist weltweit der Vorgang, das ist ja nicht nur in Europa, Asien ist ja auch schon und Südafrika und allgemein Afrika, USA fängt ja auch schon an und alles. Deswegen, ich, das ist für mich der Punkt, wo ich sage, es wird ein richtig fetter Bullenmarkt und ich habe es euch vor Jahren schon gesagt, der nächste Bullenmarkt wird richtig fett, weil die Banken mit ins Geschäft kommen, ihre Kunden. Da dran, auf diesem Weg an Doc Azzarola. Gute Besserung weiterhin. Hoffe, er kann zumindest ab und zu mitlesen oder nachschauen. Siehst du, ihn wollte ich auch noch anschreiben. Mach ich auch noch morgen. Ja, Grüße an Doc, Mr. Crypto. Mr. Crypto, MC, eine Frage. Was wäre für dich persönlich der ausschlaggebende Grund, in XRP am Anfang zu investieren? Was war für dich persönlich der ausschlaggebende Grund, in XRP am Anfang zu investieren? Ich war besoffen und hatte eine Wette am Laufen. Sorry, ist wirklich so. <laughs> ich bin in XRP wirklich nur durch einen besoffenen Kopf und durch die Wette reingerutscht. Wer mehr XRP hält bis zu einem gewissen Zeitraum. Das war wirklich für mich der ausschlaggebende Grund. Und das erste halbe Jahr habe ich mich gar nicht für XRP ehrlich zu sagen interessiert, nur ich habe gesehen, oh, Kacke, der, 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 der stichelt mich wieder. Ich muss wieder nachlegen. Das geht nicht, das ist der Gewinn. Und dann im Sommer habe ich mich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt, weil der Kurs auch ein bisschen natürlich hochgegangen ist. Ne, da waren schon ein paar hundert Prozent mal gewesen. Ähm, dadurch bin ich da richtig reingekommen ne, und habe gesagt, scheiße, was, was für ein Quatsch habe ich da gekauft. Das ist der nächste Bitcoin. Und so bin ich bei XRP geblieben. Aki okay, bitte pass auf wegen liegen lassen auf Bitpanda. Sie sind zwar auf 100.000 versichert, aber ich denke, die meisten haben vielleicht mehr wie 100.000 nach dem Bullmarkt. Man muss das kleingedruckte lesen, Lucky. ne? Diese 100.000 Versicherung, die man ja hat automatisch bei Bitpanda. Heißt das die Investition, sprich, wenn du sagst, oh, ich habe 10.000, ich investiere das jetzt bei Bitpanda, 10.000 rein, der Bullenmarkt ist und nehme man, der Wert geht auf 400.000. Aber das ist ja das Knifflige, du kriegst nur diese 10.000, die du eingesetzt hast. Dafür ist die Versicherung. Es geht nicht um den Gewinnsteigerung. Du kriegst nur für den den Einsatz wieder bis 100.000. Das vergessen auch viele. Da bin bin mal gespannt, ob die ID noch zur 12 fertig wird oder ob die Abstimmung wieder ewig dauert. Nie. Ich, ich verwette meinen Arsch, dass das genau zu Swell passiert. Ne, wir müssen ja nur noch einen Tag, ja, sagen wir mal zwei Tage warten. Also Samstag ist der Scheiß drauf. Wann wir das 15. oder 16.? Also spätestens am Oh, am 1. Also sagen wir mal auch so am 2. Müssen sie ja starten. Ne, am besten wäre es ja am 1. Ah, haben wir noch Zeit? Guck mal, zwei Tage, dann sind wir beim 27. Ja, können Sie sich noch ein bisschen überlegen. Was glaubst du, wie schnell das Ding hochgehen wird? Ich sagte, bis zur Swell ist das Ding drauf. Ich fühle mich total verarscht von Ripple, ne? muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich absolut verarscht, was die Entwicklung betrifft. Levis, habt hab nur Luna Classic auf Bitpanda, weil die sind kein Luna Classic unterstützt. Und du kannst Luna Classic auch von Bitpanda nicht wegschicken. Habe ich ja selber auch auf Bitpanda. Das ist das Problem. Ähm, nee, das ist bisher nur das Tangem Hardware Wallet, was das unterstützt, wie ich soweit ich weiß. Startrampe, ich hab's immer noch nicht geschafft, meine Coins auf Ledger oder Decent zu ziehen. Nimm dir Zeit und mach das ganz entspannt. Und wenn du das anfängst, mach erstmal eine kleine Transaktion. Ne? Nicht volle Pulle, sondern nur eine kleine Transaktion, um zu gucken, ob das erstmal funktioniert. Natürlich bei XRP muss sie höher sein als 10 XRP. Also wenn du die verschickst, dann verschick am besten einfach 50 XRP. Ne? Lucky, stimmt. Dann los, Leute. 100, 200 Euro für eure Wallet und gut ist. Simbo, Luna Classic geht auf Tangem. Ja, das ist, glaube ich, wirklich die einzige Hardware Wallet weltweit, die das akzeptiert zurzeit. Ich glaube, die haben nie aufgehört, den überhaupt runterzunehmen, ne? Alle anderen haben ihn ja wirklich äh, gecancelt. Ist zwar bei denen noch äh, teilweise noch in den Listen drin, was ich ziemlich kacke finde, dass sie sowas machen. Aber Tangem ist tatsächlich das einzigste Hardware-Wallet, was Luna Classic akzeptiert äh, zu erhalten. Alle anderen sagen, äh, nö. Aber ich mache mir keine Sorgen. Ich schätze mal wirklich, das kommt auch noch bald wieder. Wahrscheinlich während des ist, wenn Luna Classic vielleicht ein bisschen positiver auffällt, mal, ähm, dass sie den auch wieder nehmen. Und äh, ja, das die sind sicherlich ganz weit vorne, weil. Asien liebt ja trotz allem Lunar Classic immer noch, ne? Also, die, die haben ihn ja nicht komplett abgeschossen. Startrampe, momentan leider keine Chance wegen den Querelen im Job. Ja, verstehe ich. Da, da sollte man auch wirklich viel Ruhe haben, wenn man das das erste Mal macht und äh, ganz entspannt bleiben. Ne? Wenn ich bedenke, als ich das erste Mal meine Bitcoins auf dem Hardware-Wallet verschoben habe, ich habe zwei Schachteln Zigaretten geraucht, ne? Und nach 20 Minuten waren die immer noch nicht drauf. Was glaubt ihr, wie viel Pipi ich hier in den Augen hatte? Kämpfe da noch mit äh, meinem übrigen Dämonen des Burnouts. Vielleicht schaffe ich es noch vor dem Bullenmarkt. Ja, immer easy bleiben, ne? Deswegen, also ich kann mir das ein bisschen schwer vorstellen, dass wirklich mit Panda gehackt wird. Ist natürlich auch ein bisschen doof ausgedrückt, weil ganz ehrlich, die werden ja auch immer bekannter und sind ja in Europa, glaube ich, sogar jetzt die größte europäische Börse, die wir hier haben. Weinens und so kannst ja nicht mitziehen, das ist ja keine europäische Börse. Aber Bitpanda ist, wenn ich mich nicht irre, die größte europäische Börse mittlerweile nach Mitgliedern. Und ähm, gut, ist auch ein bisschen doof gesagt, weil Bitpanda ist ja nicht eine reine Kryptobörse, sondern ist ja auch mit Aktien, ETF, Sparpläne. Ich weiß nicht, was sie noch alles am Angebot haben. Also von daher. Aber sie wird immer bekannter. Ne? Und das könnte natürlich irgendwann auch mal die ein oder andere Hackergruppe natürlich mal sagen, ey geil, dumm Europäer haben da ihre Kohle, da gehen wir mal ran, ne? Deswegen, also, aber wie gesagt, zu hundertprozentigen Schutz hast du nirgends im Endeffekt. Aber es ist wahrscheinlicher, dass eher eine Börse gehackt wird, als alles andere. Bison hat ja jetzt auch Aktien etc. Echt? Ich war schon ewig nicht mehr auf Bison. Ich glaube, es ist schon drei, drei Jahre her, dass ich mal bei Bison rumgeschnüffelt habe. Ich muss da mal wieder hin. Ich muss sowieso gucken, ob das äh, mittlerweile ein bisschen schneller funktioniert, XRP dahin zu transferieren. Ne? Symbo Rohstoffe, Gold, Silber etc. auch auf BitPanda, okay? Ja, ich gehe immer nur so in den Kryptobereich rein. Ne? Bei Aktien habe ich schon ein bisschen geguckt natürlich, aber alles andere interessiert mich im Moment noch nicht. Libits, Bayern München Coin auch auf BitPanda. Okay, ich bin zwar ein bazzi fan aber nein, sowas, sowas hole ich mir nicht, ne? Sowas weiß ich nicht. Auch Mailand gibt es, es gibt ja auch Madrid Coin und Juventus und so. Aber nein, ne? Das, das, das hole ich mir noch, mir noch nicht mal zum Spaß. Daniato, ja, wurde Gary heute gegrillt? Nee, gestern. <laughs> gestern wurde er im Kongress ein bisschen gegrillt. Aber wie gesagt, das ist nur bla bla, ne? Und es gibt ja wirklich die Gerüchte, dass... Wenn die Harris an die Macht kommt, dass Gary wahrscheinlich sogar Finanzminister wird, ne? und, und das wird der Untergang der USA, das garantiere ich euch. Wie jetzt? Aber Sheep Girlfriend sind wir ja zusammen, oder? Fan von Sheep Girlfriend? Gucke ich mir mal im Bärenmarkt an, muss ich dir sagen. Und ich werde dafür muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen dafür für für diesen Bereich werde ich mir tatsächlich Meinung von Frauen holen. Das ist kein Scherz. Ich habe vier Frauen mittlerweile in meinem Bekanntenkreis, die angefangen haben mit dem Schmutzbereich. Und die haben sehr gutes Geld jetzt schon verdient. Die müssen für Steuern zahlen, aber die haben sehr gutes Geld mit dem Schmutzbereich verdient. Da, muss auch mal noch nachforschen, ob Gary heute wieder Shaking Hands Video aushalten muss. Johannes, MT Cox verkauft jetzt. Hoffentlich alle Bitcoins, die sie haben, auf den Anfang Oktober, alles auf alle aufs einmal. Das würde für mich passen, um nochmals den geplanten Einkauf günstig durchzuführen. So nach dem, einem Monat ohne Coins kaufen, ist schon langsam Zeit, wieder mal zuzuschlagen. Also ich würde, glaube ich, zittern schon, nicht? Ne? Also ich würde schon zittern, schwitzen auf dem Boden liegen. Aber. Ich gebe dir recht. Normalerweise, ja, komm, lass den Markt einmal richtig nochmal zusammenbrechen, weil MT-Cox alles rausballert. Und dann können wir uns ganz entspannt auf den Bullenmarkt freuen. MC Inu-Coin. Nee, ich kaufe auch sowas nicht, Libiz. <laughs> Mr. Crypto, 21.20 Uhr. Das war mein Zeichen, meine Damen und Herren. Morgen um 20.20 Uhr 20 bin ich hier wieder auf Twitch für euch da. Ich bedanke mich natürlich bei 91 Zuschauern noch. Vielen, vielen Dank natürlich. Und schauen wir mal, was wir morgen wieder haben. Danke an Mr. Crypto, an Quick natürlich für die News. Für alle, die die News hier reinstellen, natürlich auch. xrp ist ja heute mal nicht da gewesen. Und ich bedanke mich bei allen anderen natürlich auch. Ihr seid eine Megatruppe und es macht riesen Spaß für mich mit euch hier jeden Abend um 20.20 nee, um .20 Uhr natürlich live zu sein und sage damit auf Wiedersehen.